Ich wollte dich nur trollen. Oh Gott. Was? Oh, der... Der Stunt. So ein fetter Drecksack. Verstehst du, er Stunt mit dem Stunt. Er macht Stunts, um mich zu stunnen. Und ist dann Stunt. Huch. Lol, ich bin auf ihn draufgesprungen, hab grad eben diese 100 angezeigt bekommen und dann wurde ich zurückgesetzt und bin gestorben. Geil. So sehe ich das gerne. Echt? Sehr gut. Sinnlos ein Leben verschleudert. Mhm. Jetzt kannst du dich aber rächen. Here I come. An Welt 3. Die Jonah Brothers greifen an. Return of the Jedi. Hat der gerade eben ins Nichts seinen Hammer geworfen? Ja. Warte, abwarten, wann er wirft. Das wirft aber gerade verdammt aggressiv. Ey, was ein Assi. Erst wirft er den Hammer nicht wegen dem Bildabschnitt. Dann wirft er den Hammer flach und dann stunt er mich mit seinem Stampfer. So ein blöder Junge. Blatt. Wolke, Stern, Stern, Wolke. Hört sich an wie ein Passwort. Wolke, Wolke, Stern, Stern, Wolke, Wolke, Stern. Klingt wie so ein Mega Man Passwort. Mhm. Sag doch, die Typen sind asslig. Ey, sogar. Ey. Dann nimmt er mal dort den Charge weg. Boah, du. Würstchenverkäufer. Also wenn ich jemand beleidigen will, sage ich auch, dass er leckeres Essen verkauft. Du Hotdog-Standbesitzer. Bums. Na, komm her. So, wunderbar. Und? Wow. Da war ein Abgrund. Er ist wieder runtergerutscht. Nein, ey. Ich dachte mal, Luigi rutscht. So, voll durchspeeden. Wow, es geht. Es ergibt keinen Sinn, ich stehe in der Luft. Siehst du das? Nein, du stehst auf einer Wolke. Ich bin im Himmel. Naja, ja. Es kommt, wenn im Himmel die Welle los. Es kommt auf den Blickpunkt an, in welcher Art Himmel du bist. Zeit für einen Perspektivenwechsel. Mhm. Versetzen Sie sich in die Rolle des Gegenübers. Wahrscheinlich ist der Hammerbruder Chuck Norris. Nur er kann den Himmel zum Zittern bringen. Wie war das nochmal? Da ist ein Abgrund. Oh nein. Irgendwann hast du auch mal was zu lachen. Hey, das war jetzt so Arschloch. Du hast in seiner Nase gepopelt. Oh nein. Auf ein neues. Was? Alter, wie hoch ist der auf einmal gehüpft? Okay, das waren jetzt innerhalb von der letzten, ich glaube, 30 Sekunden drei Tode. Ach, und erzähl dann, ich würde eine helle Freude haben. Ha, diesmal hab ich dich verarscht. Im Zweifelsfall allen einfach mal drunter durchrennen. Wow. Du bist ein blöder. Voll der blöde Junge. Voll der blöde Junge. Suizidpilz. Lemmingpilz. Lemming-Zombie. Und er rollt einfach mal da hoch. Er ist wie deine Mutter, die rollt auch den Berg rauf. Nicht deine Mutter, also das ist jetzt. Upsa, ja, ich kenne die deine Mutter-Witze. Ja,
Deine Mutter zerreißt Telefonbücher bei Wetten, dass. Mhm. Und sie zieht die Trucks beim DSF. Hobbymäßig. Das ist Wahnsinn, was Menschen für eine Kraft entwickeln. Da war so ein Mädchen, ich schätze mal, die war, glaube ich, 24, 25, ein bisschen kräftiger. Und die zieht einfach mal so einen Truck. Ich frage mich, wie man so ein Ding überhaupt in Bewegung setzen soll. Im Normalfall mit dem Gaspedal. Im Normalfall, aber die ziehen die Dinger. Sind an dem Seil fest und fangen an zu gehen und ziehen das Ding mit. Und ich frage mich ernsthaft, wie das geht. Du darfst dich erstmal betteln. Let's go! Shit. Das wird jetzt witzig. Sie starren einander an. Die Angriffe von dem gehen immer daneben. Irgendwann müssen die AP leer sein. Und dann setzt der Verzweifler ein. Jetzt konnte ich mich gerade überhaupt nicht bewegen. Der Typ hat einen AP-Hack, der schummelt. Das zählt nicht. Mhm. Komm her. Dann halt nicht. Wow. Blöck. Ja, guckt. Kein Bock. Ich werde so schlecht bezahlt für diesen Job. Voll der Psycho, ey. Oh. Moin. Dann. Was? Ich kann auf dem Kerzendocht laufen? Gut. Mhm. Kerzendochts, auch wenn die abgebrannt sind, sind sehr stabil. Interessant, das wusste ich noch nicht. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Sogar so stabil, dass sie einen kleinen Luigi halten. Babys. Ja. Du magst dieses Geräusch, oder? Ich fand es so lustig. Mario! Mario? Ja, Luigi's Mansion. Ja, jetzt mach auch mal den Gegner da episch fertig. Also ich muss doch schon sehr bitten, Herr Bumbo. Bum 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 bum. Bum 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 bum. So. Na ja, gut, ich bettel mich. Die Dinger sind echt übel. Mhm. Wow. Ja, war gut. Das war Glück. So, ich glaube, das war meins, oder? Jo, glaub schon. So, das Häuschen da unten gehört auf jeden Fall dir wieder. Hä? Guter Fug? Oh, da. Nein, Pilz. Du kannst doch nicht einfach ohne mich gehen. Dankeschön. Er geht auch nicht, er versinkt in den Tiefen des Meeres. Wo ist dein Nemo? Was ein schweres Level. Boah, du Drecksack. Ich dachte schon, du wolltest sagen, du Fisch. Nein, es gibt fliegende Fische. Warte, kommt da nicht noch so einer? Sieht unverdächtig aus. Gut. Das läuft doch einigermaßen. So. Line up. Was kann ich da ablinen? Nein. Nein. Er freut sich gleich doppelt. Ja, Mann. Cheater. Wer hat, der hat.
Einfach reinrennen und töten. Oh Mann, ey. Eine Feder! Ein Blatt, meine ich. So. Welches Level nimmst du? 5, 6? Ich hab Lex. Ja. Gut. Ich schalte dir mal das Pilzhaus frei, wenn es klappt. Mhm. Plupp. Hoppa. Durch die Tür kannst du, glaube ich, alles wieder klein machen. Ja, es ist nicht so wild. So, jetzt hast du schon mal einen Pilz. Goomba! Ich glaube, hier gab es irgendwas zu holen. Ich meinte, es war ein Stern. Was zum... Cool, Luigi, dass du nicht reagierst. Es ist in Ordnung. Ich lasse mich auch immer von Panzern umbringen. Ich guck derweil... Derweil mal... Ach nee, ich hab ja nicht. Okay. In Welt 5. Hui. Ja, lalala. Jetzt kommt er wieder. Ey, du bist doch so ein Pillemann. Jan Pillemann, Otze, Pillemann, Otze, ja. Man kann die Dinger hochheben. Okay, du warst definitiv über dem Panzer. Was für eine Hitbox hatte er? Ein Viereck? Wahrscheinlich. Gut, nochmal den ganzen Spaß von vorne. Wir haben ja Zeit. Fass in den Piranha rein. Pilz. Das war das Geheimnis. Jetzt. Wow. Oh, der Stern ist wahrscheinlich weg. Alter. Ja, der ist weg. Oh, was ist jetzt los? Ich kann nichts machen. Oh, was denn ja. Ich glaube, jetzt hat sich's wieder beruhigt. Wow. Nee, hat sich noch nicht beruhigt. Eine Fresse. Ja, what the fuck? Drück mal Pause. Ich fick dich, Spiel. Boah, was sollte das gerade eben? Was war das denn jetzt für eine Scheiße mal wieder? Boah, wie ich sowas total nicht ausstehen kann. Aha. Da ist schon mal nichts. Wow. Kommt schon Ende. Ja. Oh. Nach denen. Das ist jetzt auch keine Gefahr mehr. Sehr gut. Ach, gepackt. Dann kann ich mir wenigstens das Pilzhaus holen. Wow, wir haben Welt 4 fast fertig. Gut, Welt 4 ist relativ kurz. Mhm. Ich immer zuerst springe, ey. Und. Blub, blub. So. Headshot. Du, was? Du hast den Feuerball aus deinem Kopf gekickt. Ich kann's halt. Was? Okay. So, hoppa! Ja. Okay, ich dachte, das ist einer von denen, die explodieren, wenn man da drauf hüpft. Nein, die wechseln nur die Richtung. Hoppa! Voll spannend. Das ist mir zu spannend. So, fast geschafft. Jetzt noch hier rein. Und
Alles ist gut. Jetzt kommt noch ein Bullet Bill. Ja. Gut, das Bonus-Spiel, das kannst du dann jetzt in Ruhe machen. Dann fehlt nur noch die Burg. Damit wir zum Schloss kommen. War irgendwo klar. Kommen. Das Spiel kann mich einfach nicht aufstehen. Es mag mich nicht. Welche Burg war das nochmal? Oh Gott, ich glaube, ich weiß es wieder. War das nicht die Burg, wo ich so episch gespielt habe? Das weiß ich nicht mehr. Ja, das war die Burg, wo ich so episch gut war. Am Anfang habe ich richtig scheiße gebaut und dann war ich richtig gut. Ich weiß es nicht mehr. Wow, ach, der kann einem den Knochenhaufen nicht stehen. Ich erinnere mich echt nicht mehr daran. Muss ich da rein? Ich glaube. Dann da. Genau, dann komme ich da oben hin. Dann kann ich mir, glaube ich, das da holen. Genau, ich ein Power-Up. Dann muss ich hier rüber. Da habe ich verpasst. Nochmal auf Neues. Ich glaube, es ist insgesamt einfacher, wenn ich mich so... Okay. Mich... so reinfallen lassen. Und dann da rein, genau. Na, wirst du wohl? Schön. So, jetzt mal hier. Da kommt, glaube ich, Piranha raus. Die töte ich. Nach oben, darauf. Dann nach rechts. Dann wieder nach oben. Ugh. Ging das überhaupt mit dem Ding? Ja, ging. Okay, dann nehm nochmal ein. Ah ja, das dreht sich immer in die entsprechende Richtung, die ich gucke, glaube ich. Rauf. Dann rechts, dann wieder rauf, dann hoch und dann hier durch. Und jetzt sind wir hier, da gibt's, glaube ich, warte mal. Irgendwas war hier, irgendein Geheimnis. Genau. Neben. Dankeschön. Dann gab's hier noch Leben, Leben, Leben. Da oben gab's noch ein Geheimnis, das man Tanuki hatte. Haben wir jetzt aber leider nicht. Jetzt muss ich mich ein kleines Tickchen beeilen. Da sind wir ja. Okay, jetzt einfach draufhauen und Schluss. So einfach. So, dann, so soll es aussehen. Dann bleibt uns jetzt nur noch Dingens übrig. Das war jetzt ein makelloser Lauf. Und ich glaube, wir stellen uns wesentlich besser an als beim letzten Mal. Ja, da bauen wir jetzt am Anfang Scheiße und in den späteren Welten stellen wir uns besser an. Guck mal, Donkey Kong. Ne, das ist, glaube ich, Junior. Der hat da nämlich so einen Buchstaben auf dem Bauch. Der Fahrer in Mario Kart hieß ja auch Donkey Kong Junior und hatte einen Latz mit einem Buchstaben drauf. Aber what the fuck, der Affe war größer als Bowser. Bowser ist sowieso ein bisschen winzig verglichen, wenn ich mir mal den Bowser aus Mario 64 angucke. Na gut, pack den mal in so ein Auto rein. Bisschen unmöglich. Es sah schon geil aus, als ich im DS-Teil Bowser in Robs in das dieses Einrad reingepackt habe. Das sah so geil aus, weil Bowser einfach viel zu fett war. Das ist so ein fetter Klops von einem Koopa mitten in der Luft geschwebt, mehr oder minder. Ach, das war zu kurz. Na egal. Da ist Mario wohl zu kurz gekommen. Oh. Boah, da war der Weg. Da war die Randbegrenzung im Weg.
Gut, dann könntest du noch ein Power-Up kriegen. Und du tust. Exzellent. Was sehr Brauchbares sogar. So. Sehr schön. Jetzt nur ganz langsam und stetisch weiter. Stetig. Ich kann dieses Scrolling-Level eh nicht ausstehen. Er mag schon Scrolling-Level. Reicht der Sprung? Nein. Leider. Ach, shit. Na gut, ich glaube, da gibt's noch ein Power-Up ganz hinten. Ein unsichtbarer Block. Entweder das oder ein sichtbarer. Da. So, jetzt warten wir einmal. Ey. Das wäre beinahe weg gewesen. Okay, wer kommt jetzt? War das der mit den... Nee, der mit den Ringen oder Bällen, der kam ganz zum Schluss, glaube ich. Ich habe mich selbst nicht gesehen. Das war jetzt mal wieder Glück. Oh, Halbzeit. Wow, und dabei haben wir erst zwei Parts aufgenommen. Beim letzten Mal waren wir hier schon Ende dritten Parts. Ja. Das heißt, wir sind deutlich schneller. Naja, muss ja auch erst alles zerlegen. Das ist jetzt insgesamt immer 1-Stunden-Parts. Und wenn man die dann 4 Stück zerlegt, kommen wir halt jetzt auf 8. Damals hatten wir bei manchen Parts sogar 1,5 Stunden. Ja, stimmt. Da waren wir wesentlich langsamer. Jetzt habe ich ein zweites von diesen Dingern. Insgesamt haben wir 3 von den P-Switches für die letzte Welt. In den Briefen stehen auch übrigens immer Hinweise zu den Geheimnissen des Spiels. Sie hat nämlich gesagt, der Dieb, der die Flöte gestohlen hat, floh östlich der Sanddünen. Das war da, wo wir die Flöte gefunden haben mit dem Hammer. Okay. So, nochmal gespeichert. Na, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war euer Keanu und... Ryuayato. Mit Let's Play Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hörners. Wow.